Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ein Jahr ist es her. Wir sind mal wieder in Schneeberding. Ein Jahr? Ja, glaube ich. Mindestens. Ist mindestens ein Jahr. Machen wir es lieber. Also es ist mindestens ein Jahr her. Wir sind mal wieder bei Paul Materialmord Racing. Es geht heute um diesen GTR. Der stand ja bei uns in Hannover schon auf der Messe. Wir haben immer gesagt, wir wollen ein Video eigentlich mal machen. Es war aber noch nicht ganz klar, was mit dem Motor passiert, der da drin ist, bleibt da drin. Du wolltest dann doch auf einmal erstmal fahren. Weil am Ende ging es ja dann doch jetzt ganz relativ schnell, bis du gefahren bist. Ja. War ja dann auf einmal so klack fahren und genau darum geht's heute im Video. Erzähl mal, Paul. Mittlerweile ganzes Auto. Mittlerweile ganzes Auto, ja. Motor immer noch ungeöffnet seit 2019, was du eben angesprochen hast. So reingemacht, wie ich ihn damals ausgemacht habe, bevor ich umgebaut habe. Eigentlich wollte ich Service machen, aber dann dachte ich mir so, nee, der Motor lief ja, da hat ja nichts gemacht. Für die ersten Tests mit, sag mal, wenig Leistung kam alles gut, mal nicht noch mehr zu stressen, als es schon gestresst worden damals ist. Kannst du dich auch noch in meinem Zimmer sitzen damals und kopflos durch die Gegend gefahren und ach, Scheißzeit gewesen, egal. Ja, und jetzt kommt er raus und dann Auto funktioniert besser als gedacht, besser als geglaubt und besser als erhofft. Also, was das angeht, bin ich da wunschlos glücklich, ja. Also alles positiv. Ja. Ich muss immer noch sagen, war ich noch ein bisschen skeptisch wegen dem Silber, als du gesagt hast, du willst ein Silber machen damals, ne? Mhm. Aber jetzt so als ganzes Auto sieht schon geil aus. Also ich wüsste jetzt auch keine andere Farbe. Ja, weil das Auto hat irgendwie das große Auftreten halt dadurch, was es ist. Man sieht es ja, wenn man ja hinguckt und halt das kommt das Schlichte dazu und irgendwie gefällt mir das. Ja, aber so die schwarzen Räder, dann die Carbonteile dazu. Ja. So diese schwarzen Scheinwerfer da dran ist schon für also klar, ich behaupte bis heute für einen Dragster, weil es ist jetzt ja eigentlich ein reiner Dragster, wenn man so will. Wird es eh schwer, ein noch sauberes gebautes Auto zu finden. Das definitiv, das werdet ihr im Video noch sehen. Am Anfang sind die alle sauber. Die Pflege hinterher ist das Wichtige. Ja, aber auch so, wie es gebaut ist, weil es sind wirklich, deswegen bewundere ich das, wie du jetzt so schnell mit dem Auto fertig geworden bist, weil das sind ja so viele Kleinigkeiten am Auto, die du ja wirklich, weiß ich nicht, 30 Mal zusammen und wieder auseinanderbaust, bis es dann endlich final für immer zusammen ist, dass das schon wirklich krass sauber alles geworden so ist. Ich glaube, als wir das letzte Mal das Auto gezeigt haben, da lief er noch gar nicht. Da warst du gerade so weit, dass es, glaube ich, lackiert war, dass es zusammen war. Da war der ganze Innenraum noch nicht verkleidet, das war alles noch offen. Mhm. Und Elektrik fehlte noch. Du musstest die ganze Elektrik noch machen. Oh, Elektrik war gut, ja. Zwei Wochen irgendwie. Aber hast du alles komplett selber gemacht, ganz Elektrik, ne? Ja, alles komplett selber, ja. Hab etwas Hilfe, weil ich habe natürlich jetzt mit den neuen Deutschsteckern und so, mit denen habe ich vorher nicht gearbeitet. Natürlich mit dem ganzen Pin-Werkzeug und dem ganzen Presswerkzeug und so, da hat Steffen mich auf den Christoph gebracht. Bei dem kann es alles kaum von Deutschsteckern. Wirklich sehr cooler Typ. War auch extrem hilfsbereit, hat wirklich alles erklärt. Da hat sich auch die Zeit genommen, wo er dann hintergekommen ist, dass ich bin und dass es sich um das Auto handelt. Hat er gesagt, komm, ich habe da richtig Bock drauf und so. Und der kennt sich sehr gut mit CAN-Bus aus. Und er hat noch einen Kumpel, der irgendwie in der CAN-Bus-Industrie ist oder so. Und da wir das CAN-Bus-Protokoll von FuelTech hatten, weil ich ja von EcoMaster ja das Power Management fahre, hatten wir nicht alle Kanäle. Und dann sind die gekommen hier mit zwei Computern und haben gefiltert. Wir haben ein paar Sachen rausgefunden und haben viele Probleme gelöst, die halt nicht zu rausfiltern waren. Da haben die richtig Bock drauf gehabt. Das war wirklich toll von denen. Aber, ja, und dann hat er mir halt das erklärt, wie Kabelbäume zu bauen sind, was es alles gibt, weil es ist natürlich klar, weißt du, wie ein Kabelbaum zu bauen ist, aber wenn du nicht weißt, was für Materialien und für Verbindungen und Kabeldicken und alles, was es heutzutage so gibt, das musst du erstmal wissen, weil es doch schon extrem ist, da ging das eigentlich ratzfatz dann alles. Aber wenn du hier mal reinfilmst, sieht schon geil aus, weil es hat jetzt so ein bisschen was von so einem Carbon-Monocoque, finde ich.
Ja, stimmt, ja. Also dadurch, dass es jetzt nicht nur einzelne Platten sind, ne, sondern dieses Teil ja hier schon wieder ein richtiges Formteil ist, dann nach hinten noch ein Teil drauf. Ja, das war von Anfang an auch mir sehr wichtig, dass das Carbon-Teil in ein Teil ist und keine Platten. Und also ich habe einen sehr guten Freund drüber gesprochen, also ihn erzählt habe, ey, wir müssen hier eine Form bauen aus Holz, weil anders kriegen wir es nicht hin. Ja, er hasst mich jetzt dafür. Ah, das heißt, ihr habt hier erstmal die Holzform im Innenraum gebaut, ja, ja. Die dann als zum Abformen genutzt, genau, beziehungsweise Form. Genau, genutzt. Das ist zum Lackierer gegangen, das ist zum Atium gegangen und er hat dann dort draus das Teil gemacht. Genau. Krass. Nein, aber auch so generell, wie so die einzelnen elektrischen Komponenten hier sind, ist schon cool. Einmal hier V-Box zum Film. Genau, Video-V-Box, ja. Hat's schon im alten Auto auch schon drin, ne? Ja. So, dann hier, das Ding ist rein nur für die Zündung, ne? Genau. Das ist halt bei Methanol immer das Krasse, dass man so ein heftiges Steuergerät nur für Zündung braucht. Dann die besagte PDM, das ist quasi Pauls Sicherungskasten. Genau. In elektrisch. Die kommuniziert komplett einfach nur über CAN-Bus mit dem CAN-Bus und ich glaube, 2-3 Sachen laufen ganz normal, dass sie Input kriegt, weil die können wir nicht rausfiltern. Sowas so ein bisschen wie zum Beispiel wahrscheinlich hier so Kupplungspedalschalter und so Kleinigkeiten halt, ne? Die ich habe keine Kupplung. Ach. Doch, ich habe einen, aber nicht dafür. Nicht dafür, ja. Du hast ja nicht mal. Mein Kupplungspedal ist wie mein Allrad, ja. Nee, was habe ich da drinne? Ach so, meine Innenbeleuchtung. Mhm. Das Auto hat ja Innenbeleuchtung drinne. Das haben wir da drüber gemacht. Meine Rücklichter, weil die kann ich auch anmachen. Und ich glaube noch irgendeine, sei irgendwas Kleinkram. Ja. Weil mittlerweile ist ja das Krasse, dass selbst die, zeigen wir später noch, du hast an der Hinterachse jetzt ja auch so Linearsensoren dran. Mhm. Selbst die sind ja mittlerweile nur im CAN-Bus drin wahrscheinlich, ne? Nee, die sind ganz normal über Eingang, über Input mit der Fueltech verbunden, ja. Weil die gibt's auch mittlerweile hier so wie diese Reifentemperatursensoren von EcoMaster und so, dass die auch einfach nur CAN-Bus ran fertig. CAN-Bus, Ah, die laufen ganz normal über Input. Ganz normal. Ich habe mir dann auch noch die Arbeit gemacht, dass ich wirklich, weil die Sensoren, die hast ja einen Travel-Bereich, hast ja einen Messbereich, hast so lang, den brauche ich nicht. Hab die eingebaut, hab dann mit einem Voltmeter gemessen, wie viel Volt kommt jetzt an. Dann habe ich das noch auf dem Zettel mir ausgerechnet, pro 10 Millimeter, wie viel Volt sich ändert, dass ich genau, wenn er jetzt so steht, auf Null ist. Wenn er normal steht, zeigt er mir dann genau die Millimeter an, wie er eingetaucht ist. Also nicht einfach Wirbel, ich habe hab mir dann die Arbeit gemacht, um das halt dann so zu machen. Was ist das hier noch? Input Expander? Das ist ein Input Expander, genau. Weil die Fueltech sind alle Inputs belegt. Ah, okay. Was hier siehst du gar nicht, ist hier um die Kante rum, ist einfach nur auch nochmal ein kleines Steuergerät, was auch dann über CAN-Bus ein paar Inputs. Das ist mit CAN-Bus verbunden und die Inputs gehen dann einfach rein. Und bei Fueltech ist halt das Coole, da fehlt jetzt gerade ein Display. Das ist nicht Pauls Wegfahrsperre, damit keiner wegfährt hier, sondern das Display ist bei der Fueltech das komplette Steuergerät. Die Kabel sind im Moment raus. Weil es verkauft ist, weil ich die neue FT700 kriegen werde. Armaturenbrett, ist das speziell für ein GTR oder? Nee, das ist universell. Einfach universelles Armaturenbrett aus Carbon, ja. Geil, gefällt mir irgendwie. Ich wollte erst ein originales GTR-Armaturenbrett haben. Vielleicht mache ich es noch, ich weiß es noch nicht. Weil das geht dann viel weiter nach unten runter in der Mitte. Wird aber dann verdammt gut aussehen, denke ich mal. Mal gucken, ob ich das noch mache. Ich habe das ja damals ja mit meinem Scanner wieder gescannt. Die Datei als CAD habe ich auf dem Rechner. In der Fall muss ich das nochmal ist halt so ein bisschen negativ vom Fräsen und dann das einmal bauen. Ne? Ist so ein bisschen so, dass es, also A wird es ja wahrscheinlich einen Markt für geben, weil das werden ja viele haben, die gerne so ein Carbon-Armaturenbrett vom GTR haben wollen würden. Und es ist beim Reingucken sieht es einfach ein Tucken mehr nach GTR da in dem Moment. Genau. Ne? Ich würde sagen, wollen wir einmal die Front abnehmen? Weil ich muss euch einfach zeigen, wie geil das gebaut ist. Willst du die Front abnehmen? Ja. Wollen wir die nicht erstmal wiegen? Nee, lass einmal, guck mal, einmal gucken, was das Ganze ist. Dann müssen wir die wieder drauf machen. Okay, wir schneiden gar nichts, wir fangen heute mit Wiegen an. Das ist so. Ich wollte euch eigentlich die Technik zeigen. Paul möchte erstmal wiegen. Normalerweise bin ich immer der wiegen will. Jetzt für Paul erst. Du wolltest wiegen! Schieb das jetzt nicht auf mich, du wiegst keine Sau. Was war damals so dein Ziel vom Wiegen her? Was wolltest du? Alter, guck mal, ja, da sieht man den Unterschied zwischen Paul und mir. Pauls Wagen sind einfach mal billet gefräst hier. Und ich fahre meinen Plastikwagen durch die Gegend, Alter. Also, ich weiß es gar nicht mehr. Was war immer so im Gespräch gewichtsmäßig? Also im Gespräch war damals zwischen 1100 und 1200 Kilo. Hast du angemacht? Nee. Achso, muss ich anmachen. Okay. Das war das Ziel. Ich habe ihn ja schon gewogen. Ich weiß, was er wiegt. Ich muss noch sagen, ich habe vorne noch eine Stahlbremse drauf. Und die kommt runter. Da wird er auch ungefähr noch 18 Kilo leichter durch die Bremse. 1200, ne? Muss man sich mal vorstellen für so ein Auto. Ne? Was hatte der? Hatten wir den ganzen Rahmen mal gewogen? Ja, 100, der hat 100 Kilo oder so? 100 Patzer Quetsche hat er gewogen, ja.
Was wiegt denn, wenn du jetzt so einen normalen Serien-GTR wiegst, was wiegen diese? Also, wenn du einen umbaust, zum Beispiel wie der Grüne hat nur andere Sitze drin und eine Keramikbremse drauf. Dadurch wird er etwas leichter, aber ansonsten, wenn du einen GTR tunst, durch die deutlich schwere Teile, die du verbaust, werden die schwerer als die Serie, deutlich schwerer. Mhm. Weil die Lader wiegen viel, ja, die ganzen Schmiedeteile. Gut, der hat ja auch ein Billet-Motor drin, der ist jetzt sowieso schwerer. Ich glaube, der GTR, der wiegt knapp 1800 Kilo, so der Grüne. 1700, irgendwie sowas wiegt er. 1700, 1800 wiegt er, ja. Ah, der Grüne hat auch Billet-Motor drin? Der hat Billet-Motor drin, ja. Ist das denn gleiche Generation wie du, oder? Die Blöcke sind ja immer die gleichen. Je nachdem, wie du die Motoren aufbaust. Aber vom Motoraufbau, so von der Ausbaustufe, hat er baugleich den gleichen Motor wie ich drin und er fährt Straße. Also im Endeffekt könnte man das mit Methanol auf 5 Bar ballern, ja. Das Daily 7-Sekunden-Auto, ja. So ungefähr. Und der hat ja tatsächlich Lader noch hinten drin hängen. Der hat Serie, ohne den Rahmen zu schneiden. Der hat wirklich noch sehr kleine Lader drin. Der hat 68, 70 drin, dazwischen. Die gehen das ohne Rahmenschnitt rein? Mhm. Krass. Ach, komplett über Funke, so. Ja. 1960. Farbe 3. Oh, krass, wie der sich nur so verändert. Also beim Abstellen, ne? Ja, weil Sprit drin, der schwappt hin und her. Weißt du? Mhm. Und das ist genau wie Grenze irgendwie. Ja, so 1160 Kilometer. Mhm. Und das ist auch so das, was du... Oder das war so das Ziel, ja. Wo du gesagt hast, dass... Also ich wollte nicht mehr wie 1200 und das ist natürlich, da gehen ja noch 15 Kilo, 18 Kilo irgendwie runter noch. Und jetzt muss man auch ganz ehrlich sagen, viel leichter kannst du es doch bald nicht bauen, ne? Also... Nee, also... Also mit Sicherheit kann man jetzt anfangen und mit Sicherheit irgendwie so ein paar Teile nochmal ein paar Gramm leichter bauen, indem man sie jetzt noch dünner carbonmäßig macht oder wie auch immer, ne? Aber da wirst du ja keine 100 Kilo mehr holen, ne? Genau. Also würde ich mein Allrad rausschmeißen, würde ich auf jeden Fall so bei irgendwo bei 1000 Kilo. Ach, ja, stimmt, wir haben ein Allrad. Ja, ich habe ja Allrad drin. Schon ja. Fast, wir vergessen das Allrad-Auto, ja. Weil wenn ich die Dachse, das zeigen wir euch gleich von unten, wenn man das immer so die sieht. Wiegt genau fast 100 Kilo, 98 Kilo oder so, wiegt die mit Bremse komplett fertig. Mit Bremse, mit allem? Mit Bremse drin dran ist, ja. Auch so mit den ganzen Streben, mit den ganzen Vierlingsstreben schon, das sind auch alle? Nee, ohne. Nur die reine Achse. Ohne reine Achse, okay. Das heißt, erste Problem war eigentlich nur mit der Glocke, mit dem Allrad, das alles hinzukriegen? Nee, die Glocke, die Verbindung zwischen Motor und Getriebe. Mhm. Nicht die Adapter, sondern die Glocke, weil die wollte ich doch schon aus Titan haben, wegen SFI und wegen halt, weil ich fahre ja so einen großen Billet-Konverter drin, mit Lockup und allem möglichen drin, falls der doch mal fliegen sollte, dass es safe ist. Ja, hinterher habe ich das Ding CAD-Datei dafür erstellt. Am Computer habe das Ding dann so gebaut, dass es halt massiv ist, eigentlich schwerer, größer gemacht, als ich es eigentlich gebraucht hätte. Und dann Marco von F-Tech, der war wirklich mehr als behilflich, hat das Ding irgendwie in 1,5 Wochen fertig gemacht. Also nee, 2 Wochen hat es gedauert mit Materiallieferung und es hat funktioniert. Und im Nachhinein, ich lasse das jetzt drinne, weil selbst wenn das vorne platzen sollte, brauchen ja keine Sorgen machen, weil normalerweise sitzt der Motor ja viel weiter hin. Das heißt, du hast ja dieses Bellhousing, hast ja eigentlich irgendwo in deinen Beinen mehr. Bei mir ist dieses Bellhousing genau hier. Also kurz gesagt, wenn da was passiert, fliegen die Teile hier rum. Im Innenraum kriege ich die gar nicht. Das ist unmöglich, weil bei mir sitzt das doch weiter vorne alles. Daher. Und wer weiß, ob die nicht in der Materialstärke trotzdem? Könnte, weil das Ding wiegt echt über 15 Kilo. Das ist wirklich... Und aber dann gleich eigentlich losgefahren und gleich erstes Event auch gleich geliefert eigentlich, ne? Das Ding fuhr ja eigentlich sofort. Also. Genau, also das erste Event war im Endeffekt ja hier Reißbrenn, glaube ich. Aber da bin ich ja nur so hingefahren, gucken, weil ja einfach irgendwo unser Flugplatz konnte hier nicht minen. Und ich habe Marco versprochen von Reißbrenn, dass das Auto da fahren wird. Bin einfach nur mit Heckantrieb hoch und runter gerollt, habe irgendwie einen Burnout gemacht, bisschen und gut. Also im Endeffekt war das kein Fahren, ja, gar nichts. Der erste Lauf mit Allrad richtig war in Polen. Habe ich abgeladen, zum Start, 7,9 mit 300. Merkst du zwischen Heck und Allrad trotzdem so einen krassen Unterschied? Ja. Also ist tatsächlich so, dass... Sieht anders, ja. Also das Auto ist halt, würde ich das als reinen Heckkriebler bauen und halt mit den Rädern, dickeren Rädern fahren hin und anders einstellen, würde das sicherlich anders fahren. Und du hast natürlich einen großen Vorteil, du wirst das Auto vorher aber auf dem Prüfstand hier schon mal einmal wieder so ein bisschen abgefahren haben. Genau, wir haben das im Auto abgestimmt, wir haben irgendwie 5, 6 Runs gemacht, so Andreas stimmt das ja ab, Andersson aus Schweden, weil er so Fueltech-Spezi ist und F4 Promo-Champion und, also der weiß, was Sache ist. Wir haben das Auto, glaube ich, 5, 6 Läufe, weil das lief,
war abgestimmt, da haben wir 1433 PS am Rad, waren es genau, bei 2,5 bei Ladedruck. Was ja für dich eigentlich erst einsteigen irgendwie. Ja, genau. Das war eigentlich so, um den Motor nicht zu stressen. Und trotzdem war das Auto halt so schnell gleich. Und da wir bei der Lounge, bin ich ja nur mit 0,5 bar Ladedruck gefahren und die Lader sind so groß, der konnte der hat viel zu lange gebraucht, um die Lader hochzuspulen nach dem Start, nachdem ich losgefahren bin, weil Lounge mache ich ja mit Lachgassen, damit der steigt. Wir wollen die Lounge aber nicht höher setzen, weil wir halt nicht stressen wollten, haben wir nach dem Start noch Lachgas reingepumpt, um halt die Lader schneller hochzuspulen und haben meinen Volling an der Hinterachse umgestellt. Nach den ersten Datenaufzeichnungen ist das Ding gleich 7,6 gefahren. Ne? Also ich tippe mal, mit der Leistung in Santa Port wird das Ding irgendwo tief 7 schon fahren. Und was war mit dem alten Auto? War Bestzeit? Dann war die Bestzeit weg von dem Auto. Aber damals bin ich auch auf 5 Zylindern gefahren. Mhm. Weil ich war das ja war eine 7,7, 7,8, was du damals gefahren? 7,7 oder 7, das schlechtere 7,6 oder so war das. Aber auf 5 Zylinder mit Aussetzern und das hat ja auch nicht richtig funktioniert damals. Und auch, aber da sieht man mal mit viel, viel mehr Leistung dann damals, ne? Viel, unten, ja, aber Zündaussetzer, also da hat er eh keine Leistung gehabt. Da war ja der einzige, das war da in Hockenheim war das, wo der einzige Lauf funktioniert hat, wo das Ding, als ich im vierten geschaltet habe, hat er angefangen, die Kupplung zu rutschen. Das war ja durch die Zeit, wo meine Mama da im Sterben lag. Haben wir vergessen, die Kupplungsdrücke hochzustellen. Und da hat der Limp-Mod gekriegt und hat mir einfach stumpf nach 180 Metern den Motor ausgeschaltet. Mhm. Und dann bin ich für den Meile ausgerollt, ich glaube mit 8,4, mit 140 km/h und bin 0,200 in 3,4 Sekunden aber gefahren. Ja. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, war ich da jetzt fast dran. Ne? Und jetzt so zusammengefasst, wenn man jetzt so hat sich aber die ganze Arbeit und so weiter gelohnt? Ja, weil du jetzt Rollout-mäßig das Gleiche fährst, auf Low Boost in sicher. Ja. Und zusammengefasst. So und das fährt immer. Also ich bin da mehrmals gefahren und immer wieder. Und Leistung hochsetzen wolltest du nicht, weil erstmal. Ich wollte den Motor nicht stressen, genau. Erstmal den ganzen Rest erstmal testen, genau. Mit Achsen, genau. Ja, und so weiter. Ne? Ich habe mir das vorgenommen und habe ich das am Ende durchgezogen. Ich habe wirklich noch kurz überlegt, den Zerbst, ob ich noch hochdrehe. Das Problem im Zerbst war, dass ich vorm Ziel bereits beide Schirme gezogen habe, mit beiden Füßen auf der Bremse stand. Und damit ich hinten zum Bremsen komme, musste ich. Also auf geradeaus anhalten hat nicht funktioniert, musste wirklich am Ende rumreißen und die Kurve nochmal als Bremse nutzen, ansonsten wäre ich irgendwo im PV-Anlagenfeld. Echt? Aber ja. Weil 300 da schon so schnell ist? Ja, ja, genau. Hinterher hat sich auch noch rausgestellt, dass ich knapp am Streckenrekord von Zerbst auch dran vorbeigeflogen bin. Und ich so, ui. Wollen die das aber ein bisschen umbauen, um das mal ein bisschen zu ändern? Ja, die haben das Problem, dass halt die nicht mehr Fläche haben. Weil sie könnten höchstens ein bisschen weiter vorne halt starten. Noch. Ja, aber das gehört einem anderen Besitzer. Ah. Krass, weil ist ja schon dann, ne? Ja, ja, also und schön wenn, ist wenn, es da. Wenn das Auto schon nicht bremst mit zwei Fallschirmen und der Bremse und so weiter, dann will man nicht wissen, was so das eine oder andere Auto war. Ja, also es war wirklich schnell. Mit dem alten Auto warst du ja noch die Cybex gefahren, da war keine Fueltech drin, ne? Da war Cybex, genau. Merkt man da einen Unterschied? Das Auto ja so in- und auswendig, ob du sagst, keine Ahnung, gehört gleich. Sich anders an, läuft nee. Anders, nee. Alles gleich, würdest du nicht sagen. Also ich finde, mit der Fueltech läuft er jetzt auch besser. Gut, ich habe ja auch die Probleme, die halt mit der Zündung waren, hinterher haben wir rausgekriegt, oder habe ich rausgekriegt, wo dran es lag, aber da war das Auto schon zerlegt. Und was war so Maximum, was du mit dem Auto bisher an Leistung vorher gefahren warst? Ich bin ja gangabhängig gefahren. Wo ich da aber diese 0 auf 100, also wo ich mir den ausgeschaltet habe, dann sind wir doch schon diese 3000 PS gefahren. Echt, war doch? Ab dritten Gang, genau, und das war die Hölle. Ach krass. Ja, das war die Hölle, wirklich. Das war schon. Weil jetzt muss man sich mal überlegen, wenn das jetzt 1500 waren und du jetzt noch theoretisch Luft zum Verdoppeln hast. Genau, also da, der hat's wirklich. Krass, das war. Wie gesagt, dann nach 180 Metern hat er den vierten Gang geschaltet. Ne? Und würdest du vom Gefühl her sagen, dass das Auto so diese Mehrleistung auch noch kann? So, ja. So traktionsmäßig und wie er fährt? Wenn wir sehen, ne? Ich bin jetzt aber nicht zu sagen, ich bin jetzt mit den Reifen aus 2018 gefahren jetzt, ne? Testen. Also das waren auch steinalte Reifen. Ja, ja. Also ich bin gespannt, was in Santa Port passieren wird im Mai. Und sonst so, vorher war ja ein DSG-Getriebe, sag ich jetzt mal, und jetzt das Automatikgetriebe.
beziehungsweise ist ja eigentlich kein Automatikgetriebe, ist ja eigentlich auch ein Schaltgetriebe, ja, aber, ja, genau. Aber halt so merkt man da irgendwie einen Unterschied, dass das mit der Vierlingachse, dass das Auto irgendwie also, anders vorne hochgeht, anders links, rechts. Also kann sie ja einstellen, halt, wie er zu drücken hat. Ich habe ihn ja mal umgestellt, weil ich jetzt gemerkt habe, dass er viel zu aggressiv die Achse mir gegen den Boden schlägt. Das war natürlich nicht so schön. Dann haben wir das runtergenommen. Ich denke mal, für Santabot muss sie dann noch mehr runternehmen, weil die Traktion da halt umso besser ist, dass ich doch da noch ein bisschen zu aggressiv bin. Aber ich denke mal, ich werde das erstmal so versuchen, so wie er jetzt eingestellt, so wie ich ihn selbst gefahren bin mit der Geometrie von der Hinterachse, also mit den Vorlink-Einstellungen. Und wenn, dann werde ich das da vor Ort einfach ändern. Und das heißt, man merkt bei dieser Vierlink-Achse tatsächlich, wenn das Auto Kraft hat und beschleunigt, wie die Achse sich auf den Boden drückt. Genau, du kannst ja im Endeffekt einstellen, ob die Achse runtergehen soll oder ob die, und dann geht das Heck hoch. Mhm. Also im Endeffekt macht er ja dieses oder ob er dieses machen soll, ob der zusammengehen soll. Und du kannst es auch noch durch den Punkt, wo die zum Beispiel die beiden Streben sind, wo die sich sozusagen von der Seite, wenn du guckst, wo die sich treffen, das ist ja dieser Punkt. Damit könntest du eine, kannst du im Endeffekt einstellen, wie aggressiv das Ganze sein soll. Das müssen wir einmal zeigen, auf jeden Fall. Ich wollte es mir immer schon mal angucken am Auto, jetzt haben wir die Möglichkeit. Das müssen wir einmal. Aber dann kann man schon recht krass sagen, was das Gewicht dann doch so ausmacht. Also jetzt nicht auf die Zeit bezogen, sondern schon, wie viel weniger Leistung man mit weniger Gewicht hat. Das kommt durch, halt durch das Getriebe und durch die Hinterachse, ne? Also durch, durch dieses Vorlink-System. Das war mir von vornherein schon klar, dass ich halt mit weniger Leistung viel schneller werde. Mhm. Und wahrscheinlich, was natürlich vom Gefühl her auch geil ist, dass du jetzt halt weißt, dass so getriebetechnisch und achstechnisch nichts mehr flöten geht, ne? Genau. Dass also das einfach hält. Das dürfte eigentlich nicht flöten gehen. Vielleicht einfach rüber an der Lampe. Ein bisschen, kannst du noch ein bisschen anfangen zu bewegen. Jo. Ja, einfach krass. Also von unten sieht das Auto so aus, als wenn noch kein Meter gefahren ist. Die haben ihn auch schon geputzt. Das ist schon krass. So. Und bei, das Besondere bei dieser vier Linkachse sind ja eigentlich nur diese beiden Streben. Ja, genau, auf beiden Seiten, ja, die vier, ja. Und was halt eine Wissenschaft für sich halt ist, du kannst halt schon mehr verstellen, ne? Also du kannst ja sowohl hier Anlenkpunkt, da Anlenkpunkt, da musst Anlenkpunkt, du auch verstellen, genau. Weil du ja, im Endeffekt verstellst du da, wo die zusammenführen, wenn du von der Seite gucken willst, wo der Punkt ist. Mhm. Und da ja bei dem Auto normalerweise die Dragster, die einen Hecktriebler haben, die werden normalerweise, musst du mit dem Gewicht machen, dass wirklich am besten 50-50 ist Verteilung. Manche machen, manche aus Erfahrung, man wollen mehr hinten. Aber da ja dieses Allradfach und ja die Allradgeometrie vom GTR vorne gelassen habe, war eigentlich der Punkt, wo mein Motor vorne ist, war nicht festgelegt. Ich konnte ihn weder nach hinsetzen oder nach vorne. Also ich hätte ihn weiter nach hinsetzen müssen, dann hätte ich eine andere Ölwanne bauen müssen und hätte das sozusagen mein Dip weiter nach vorne machen müssen. Aber das wollte ich nicht, weil ich, es war eigentlich so gedacht. Und natürlich musst du jetzt die Einstellmöglichkeiten und die Einstellung für mein Auto mit diesem Gewicht rauskriegen, weil das Auto natürlich auf der Hinterachse ist, deutlich leichter ist als auf der Vorderachse. Ich denke da aber auch wieder so rum, weil je weiter ich den Punkt nach vorne setze von den Vorlinks, desto eher macht ein Willy. Aber da der meine Schnauze ja dadurch schwerer ist, fällt ihm das natürlich auch schwerer, vorne schneller hochzukommen. Und das ist dann die Frage, wo ich mich frage, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Ja. Du musst immer mit so einem Drexler-Typen unterhalten, die nur Hecktrieb fahren, die wirklich, dass man da die Gedanken zusammenkriegt. Also die würden dir wahrscheinlich erst sagen, alles nach hinten schieben. Genau. Aber dann hast du halt, dass das vorne leichter hochgeht. Aber ich sage, ich bin weiter, ich habe mehr Gewicht vorne, aber ich kann den Punkt noch weiter, aber dementsprechend mache ich später den Willi. Was ist jetzt besser? Wie, also das werde ich irgendwann mal ansprechen, wegen so einem Promotfahrer, was er darüber denkt. Da wird man wahrscheinlich irgendeinen Ami brauchen, weil, weißt du, die haben wahrscheinlich eine Person nur genau dafür, die genau diese Einstellung kann, die ganze Zeit macht. Und so weiter. Das würde mich echt mal interessieren. Aber wie muss ich jetzt verstellen, wenn ich will, dass er mehr eintaucht oder dass die Korse höher geht? Also du hast als erstes du kannst ja die ganzen Daten im Computer eingeben. Da musst du zum Beispiel den Mittelpunkt sozusagen, die Querlinie von dem Auto eingeben. Da sozusagen die Höhe normalerweise beim V8-Autos, man stellt das Auto auf den Boden, die haben ja eine innenliegende Noggenwelle und von dieser innenliegenden Noggenwelle der Abstand zum Boden, das ist schon mal der eine Punkt, den du eingibst. Dann musst du, wenn das Auto auf dem Boden steht, musst du jedes Loch den Abstand zum Boden, jedes Loch eingeben, dann den Abstand von da bis zur Achsmitte. Dadurch hast du im Computer dann die ganze Geometrie von dem Auto eingegeben, hast auch die ganzen Punkte. So, und dann, wenn du von der Seite guckst, wenn du jetzt hier vorne das Rad ist und hier das Rad, das ist sozusagen dann deine Anti-Squat-Linie, heißt das. Alles, was da sozusagen 100%
Die Linie ist 100%. Kannst auch 0 Punkt setzen, ist aber 100%. Alles, was über 100% ist, wird die Achse nach unten gedrückt. Alles, was unter 100% ist, also wenn der Punkt dann hier ist, dann geht die Achse hoch mehr. So kannst du dir das vorstellen, so kannst, stellst du das ein. Also Vorder- und Hinterräder quasi, die, wenn man die verbindet. Genau, die, also das ist dann schräg, das, das Rad, das eine Rad ist hier und das eine Rad ist, und das ist sozusagen der Punkt, der Mittelpunkt von deinem Auto. Und da ich ja keine liegende Nockenwelle fahre, nimmst du die Kurbelwelle Mitte, plus 11 Zentimeter waren das, glaube ich. Das heißt, und das ist dann deine Höhe, die du deinem Computer vorgibst, damit du... Das heißt, man kann gar nicht so pauschal jetzt sagen, dass es nur hier mit hängt, sondern es hängt die Anlenkung in Kombination mit dem ganzen Auto. Genau, und dann gibst du auch deine Fahrzeuggewichte ein. Vorderachse und Hinterachse gibst du im Programm rein. Ich kann dir das auch gleich zeigen auf dem Computer. Krass, cool. Dann kannst du die ganzen Punkte, und dann kannst du natürlich die ganzen Punkte, jede Einstellung, zum Beispiel diese Einstellung habe ich jetzt eingestellt, Zerbst 7,6, so weiß ich. Wenn ich zum Beispiel woanders fahre und sage, ah, mit dieser Einstellung fährt er scheiße, ich stelle das um und sage, ach, hier fährt er mit dieser Einstellung besser, speichere ich mir das auch ab. Dann brauche ich später im Computer nur aufrufen, Zerb 7,6, und dann zeigt er mir genau, wo ich war. Weil ich das schon vorher abgespeichert habe. Kannst du jetzt aber ganz locker flockig auf dem Event hier einfach beide ein tiefer setzen? Geht das, oder fährt das Ding dann gleich erstmal voll Katastrophe und musst erstmal vermessen? Ich nehme mir die Hilfe im Computer. Dann sage ich mir die Squadlinie, was weiß ich, jetzt bin ich bei 98%, ich will 106 fahren, suche ich mir den besten Punkt für 106 raus, den ich meine, und dann sagt er mir, in welches Loch, wo welcher sein muss. Dann stelle ich die so ein, dann muss er auf dem Boden stehen. Ich habe mir natürlich noch so eine Hilfen gemacht, dass ich die Achse hochdrücke, habe mir so eine Blockaden gestellt, dass ich die Dämpfer blockiere, sodass die Achse sozusagen Fahrzustand wäre, obwohl die angehoben ist. Und dann muss ich noch die, was ich dir vorhin erzählt habe, die Kardanwelle einstellen. Die muss in 1,2 Grad sein, damit später auf Null ist, wenn ich fahre. Wie machst du das? Also ich kann hier durch das Drehen der Achsen. Ach krass, okay. Also es geht darum, Paul will, wenn unter Last soll die Kardanwelle genau gerade stehen. Das heißt, du verdrehst die ganze Hinterachse, ne? Quasi. Genau. Also du drehst die ganze Hinterachse dann so raus. Durch die Dinger veränderst du sozusagen die Wege. Und dann geht die, kannst du ja kippen, die Achse. Boah. Also ist auch nicht mal eben so gemacht, aber... Nee, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, geht das schon schnell, ja. Und dann musst du auch aufpassen, weil du siehst, die sind alle locker. Also Ende vom Lied kann man es schon so grob erklären, erstmal unabhängig von dem ganzen Aufbau, es gibt eine Linie quer durchs Auto, je nachdem, ob du drüber oder drunter bist, von der Einstellung her geht es halt hoch oder runter. Und du bist so gefahren, dass er noch runter geht? Also eigentlich, oder ziemlich in der Mitte? Ich bin ziemlich weit vorne und bin ziemlich so bei 100, sodass er... Dings. Ob er jetzt runtergegangen ist oder hochgegangen, wir haben ja so versucht, auf den Fotos zu gucken, weil ich habe Allrad, dann fällt sich das nur ein bisschen anders. Deshalb habe ich jetzt meine Sensoren hier reingemacht. Ach krass, aber hätte ich niemals gedacht, dass ich hätte mit der Achse gedacht, dass er immer hochgeht, also Auto hoch, Achse runterdrückt. Zum Beispiel, wenn du jetzt noch eine Pro-Drexas-Strecke fährst, zum Beispiel, wenn du Radialreifen fährst, dann machst du, dass er drückt, und wenn du Vollslicks fährst, soll er heben. Krass, okay. Das heißt, weil er nämlich mit den Slicks-Reifen, wenn er noch drückt, viel zu aggressiv ist, dann fängt er nämlich den Reifen an zu stauchen, dann fängt er nämlich aus den Reifen wieder raus, dann fängt er an zu hüpfen, damit verliert er gleich Traktion. Und du willst ja einfach, dass er losfährt. Weil dann muss man ja schon sagen, dafür, dass es dann ja beim Rollout so gut funktioniert hat, muss entweder ja der Rechner schon extrem gut funktionieren. Ich habe mir so viel Kopf gemacht. Du musst es extrem gut ausgemessen haben. Ich habe mich auch mit ein paar Leuten, ich habe mich natürlich mit VTG natürlich unterhalten, weil die ja ganze Zeit schon alle dann mit Volllink gefahren sind, weil es eine andere Sache ist und so, und natürlich viel hin und her und dann. Ich habe jetzt eben gerade gar nicht geguckt, wie ist der von der Gewichtsverteilung her? Ist das ungefähr 50-50? Nee. Also ich schon vorne noch schwerer. Ja, deutlich schwerer. Ja. Wir blenden das Bild gleich nochmal ein, dann kann man es auf jeden Fall sehen. So, was ich euch aber eigentlich zeigen wollte, ist, guckt euch mal bitte an, wie, also man kann halt so ein Auto bauen und Paul kann das halt bauen, das muss man einfach so mal sagen, weil es ist wirklich, jedes Teil ist nicht einfach so rangeklebt, sondern das ist zusätzlich alles nochmal abgedichtet. Hier sieht man das schön, wenn man sich jetzt hier so die ganzen Carbon-Teile anguckt. Das ist halt wirklich alles, da ist dann nochmal eine Aluschiene drauf, auf den, also Carbonplatte. Genau. Die sind mit einer Schiene zusammengenietet und das und Ganze ist mit Dichtmasse auch noch abgedichtet. Überall. Rundum. Egal. Weil ich keinen Staub im Auto habe. Vivo, was hier? Also ich muss dir auch sagen, ich habe auch zwischen den Platten hier auch, überall, ne? Ich habe hier reingemacht zwischen, damit die, wenn eine Fahrt auf den Boden nicht klappern. Das sieht schon geil aus, muss man sagen. Also, bei dem Auto ist es jetzt definitiv so, dass man schon, wenn man drunter steht, gar nicht das Gefühl hat, dass du das komplett selber gebaut hast. Weißt du? Also, ja. Ist so ein bisschen das, wie, als wenn es ein Bausatz ist. Oh, das erinnert mich gleich an das eine Kommentar von dem, weil ich habe ja auch letztens das Video mit Adam gemacht und irgendein Typ hat da geschrieben, dass ich kann mich schlecht aussprechen, ich kann schlecht sagen, wie was ist, ich baue auf keinen Fall was selber. Ja, das Chassis hat Nils gebaut.
Nils ist ein Chassisbauer, das habe ich nie bestritten oder sonst irgendwas. Nee, aber schon aber so diese ganzen Kleinigkeiten. Ich meine einfach nur so. So wie das Auto ist, ist es in meinem Kopf entstanden. Ja, oder auch so Vorserien- oder Prototypenauto, die halt einfach Zugriff auf ein riesen Sortiment und Lager und so weiter haben, die würden so ein Auto auch ähnlich bauen, weil es ist ja wirklich jede Leitung, jedes Kabel ist alles irgendwo immer noch mal einmal abgefangen, einmal festgemacht. Und ja, so diese ganze Art und Weise mit den Abdichten und so, also es ist schon wirklich extrem sauber und cool gebaut und sieht halt von unten gefühlt aus so ein bisschen wie so ein Flugzeug, ne? So mit dem, so bisschen, ja. Mit dem Rahmen, da wird auch noch Carbon. Jetzt kommt Carbonplatte rein. Da wird jetzt dicht gemacht. Auch nochmal zumachen, ne? Ja. Kardanwelle Driveshaft Shop? Ja. Das hier, diese Käfige drumherum, sind Pflicht? Oder ja. Ist auch nur Pflicht? Nee, sind Pflicht. Mhm. Und hier, damit du es überhaupt zerlegen kannst, so zum... Damit die Kardanwelle raus ist, kannst du halt Schnellverschlüsse. Und das hier war... Das ist ein GTR 32. Eigentlich Wahnsinn, ne? Ja. Also, mit einer Billetwelle drin, ne? Das war so aus so einem Auto. Und das ist die Leitung hier zum Vorpumpen? Zum Vorpumpen und das andere dann zum Auto, genau. Das heißt, hier drin ist wirklich wie eine normale Kupplung, die sich über Öl zusammendrückt. Genau. Es ist total simpel. Und die Kupplung ist auch original? Oder ist das eine gemachte Kupplung? Original. Eigentlich krass, dass das so die Leistung hören kann, ne? Und sich so überlegt, was man... Hier ist eine Welle drin, da ist eine Kette. Die Kette überträgt auf die zweite Welle, geht es wieder nach vorne. 1:1, also ist auch nicht übersetzt, ist 1:1 wird übertragen. Und die Welle nach vorne, die ist original, GTR? Hier, bis hier ist original GTR. Und dieses Gelenk hier ist vom 32er GTR. Also angeschweißt, ne? Nö, ich habe erstmal eine Musterwelle gebaut. Dann gibt's eine geile Firma, richtig geilen Typen in Hannover. Hingebracht, das und das, habe ihm eine neue Welle gegeben, hat gesagt, du musst das Gelenk abnehmen, hier ist das Maß, so brauche ich die. 3 Tage später ruft er an, kannst abholen. Krass, weil sieht ja aus wie original, ne? Ja, die haben die gewuchtet, haben die reingemacht, haben die auch lackiert. Und so gesehen ist die original. Also hier ist 35er Welle bis hier und das Gelenk ist hier, genau. So, und dann, wir werden sehen, wie lange es hält und ob es hält, die Welle. Sonst müssen wir dann was anderes suchen. Das ist das besagte Teil, die Glocke, über die wir am Anfang gesprochen haben, die halt nochmal einmal gefräst werden musste. Genau. Das ist ganz geil mit dem großen Loch, ne? Kann man immer. Ja, habe ich extra gemacht, damit ich in den Schraubengut hier reinkomme. Den Wandler immer so ein bisschen. War besser gesagt, du musst ja auch noch zwischendurch messen, den Abstand, weil der Wandler, der muss ja ein gewisses Spiel haben. Mhm. Steht ja drauf, auf dem Wandler drauf, was für ein Spiel haben soll. Wenn ich ihn losschraube, dann muss er hier halt Spiel haben. Und wenn du jetzt den Motor ausbaust, dann kannst du das komplett mit der Achse machen. Genau, ich kann ihn mit der Achse rausnehmen. Weil das war ja, Paul wollte damals unbedingt quasi nicht, normalerweise würde man ja das mit an den Rahmen anbinden. Genau, es war aber einfacher so zu bauen. Ja, und es ist natürlich jetzt auch einfacher, ne? Weil genau. Wenn das fest dran wäre, gerade so mit aus dem Wandler ran rausziehen und so weiter, ist es natürlich einfacher, jetzt abnehmen und komplett einfach die ganze Technik machen. Aber jetzt, wenn ich den Motor jetzt ausbaue nächste Woche, nehme ich ihn raus. Ich nehme erstmal das Getriebe ab, weil es ist einfach. Ich habe ja einen Motorgetriebeheber. Da haben wir auch eine Platte in diesem Winkel genau gemacht. Gurt rum, löst du die Strebe raus, kurz nach hinten, runter. Das dauert. Ah, und dann Motor nach vorne, genau. Raus und Achse drin. Genau, weil das geht wirklich sehr, sehr schnell. Ja. Mhm. Am längsten dauern die Schrauben vom Wandler zu lösen, weil dann musst du nämlich hier muss ich ein Loch bohren, weißt du? Um an den Schrauben ranzukommen, das Loch werde ich jetzt auch noch größer machen, wenn es einfacher ist. Mach mal Upgrade. Mhm. Ah, hier kannst du noch ein paar Kilos hin. Ja, ja, der Adapter für die Bremse, ne? Ja, die Bremse ist auch noch steil, kommt ja Carbon dran. Ja. Genau die gleiche wie hinten ist. Weil da würde ja gerade bei dem Auto locker ein Alu-Halter gehen, ne? Also und ein paar Kilos runter. Vorne Antriebswellen sind komplett original GTR? GTR-Serie, ja. Aber da sieht man halt schon, was GTR für eine Basis so ist, ne? Dass sowas. Ja, also ich habe ja damals viele gefahren. Das Problem war, die von Driveshaft Show waren immer die Probleme, die Manschetten. Mhm. Sind die Manschetten immer bei 300 kaputt gegangen, also die rechte vor allem. Und ich habe viel gefahren, schon irgendwann bei Toni, bei Tewani. So, Toni, Alter, hast du das Problem mit den Manschetten auch? Er so, ja, da haben wir rausgeschmissen, fahren wir nicht mehr, wir fahren Serienwellen. Ich so, halten die? Also bei uns halten die. Ich so, ja, dann halten die bei mir Ewigkeiten auf den Schränken. So. Dann habe ich Serie reingemacht und das sind auch noch die Serienwellen aus dem Auto hier. Eins der wenigen Serienteile noch. Ich hätte auch wirklich gedacht, dass es gar kein Serienteil mehr gibt. Nee, das ist... Also was gibt es noch so als Serienteil? Also klar, Querlenker, Radlagerhäuse? Genau, Radlagerhäuse, Dings. Ah, die kommen weg, da kommen andere. Wahrscheinlich auch irgendwie so einstellbar Billet und so weiter. So ein Billet gibt es dann halt mit einem Gewicht von der Vorderachse, wollte ich nur ein bisschen runter. Also als erstes kommt die Bremse. Hat auch noch ein ultramassives Federbein eigentlich für dieses leichte Auto, ne? Wenn man hier so reinguckt, also da würde mit Sicherheit federbeintechnisch auch nochmal 2-3 Kilo. Also ein bisschen Gewicht kann man hier noch rausnehmen, ja.
Ja, und dann halt. Da muss ich halt die restlichen Sachen noch alloxieren, weil ich will alles schwarz haben. Ich will alles schwarz. Ich liebe schwarze Motorräder. Ich finde es gerade immer so ein bisschen Alu-Kontrast zum Schwarzen. Wenn ich zum Beispiel in den USA bin oder so und zum Beispiel so eine Supra sehe, wo der komplette Moto schwarz ist, das ist einfach das Hübscheste der Welt. Für mich ist das immer so ein bisschen so, halt alles schwarz, dann sieht man gar nicht mehr, wie geil es gebaut ist. Ich kann dieses, nee. Weil normalerweise macht man alles schwarz, wenn du keinen Bock hast zu putzen oder so, ne? Ja, aber schwarz zu putzen ist schlimmer. Ja, aber mit diesem Krinkellack drauf, so, weißt du, sieht ja immer sauber aus eigentlich, ne? Ja, ist auch tausendmal abgewischt hier. Nee, Silber, dies wird vom Dallas Lux wieder reduziert. Auf jeden Fall hier hatte Paul mir nämlich auch schon ein paar Mal die Tipps gegeben. Turbolader, Absaugung, mein Ölproblem bei der Limo. Da hast du dir hier nochmal eine Art, wie soll ich sagen, ist eigentlich nur ein Behälter, sondern ist ja schon eigentlich... Ist einfach ein Rohr halt mit einem Siphonsystem, also im Prinzip Endeffekt, damit das durch die Pumpe saugt, ja, da hast du dementsprechend hast du ja einen Unterdruck und wenn du die schräg machst, hast du ja einen Siphon-Effekt. Kannst ja selber mit Schläuchen, wenn du mit Druckluft machst oder so. Also Pumpe, damit sauge ich die Lader raus und damit habe ich Ruhe. Also ich habe jetzt wirklich gar keine Probleme. Das hier ist eine Kammer, die dauerhaft die Ölwanne absaugt. Allerdings extern, also man hat halt einen Schlauch und dazwischen geht Paul mit beiden Turboladern ran und da es aber die ganze Zeit logischerweise drehzahlbedingt hier saugt, egal ob jetzt Luft oder Flüssigkeit, zieht es so dran vorbei und zieht damit quasi aus den Turboladern dauerhaft das Öl raus. Ne? Genau. Und hier halt mechanische Spritpumpe, finde ich auch immer wieder geil. Und halt diese fetten Turbolader. Ja, kommt vielleicht groß. Echt, gibt's da nochmal wie Upgrade geplant, oder? Ja, ja, jetzt mit den Precision hat ich habe ja 8.3, 8.5. Kurze Zeit danach sind die 8.6, 8.5 rausgekommen. Die machen 1400. Ich glaube, die 8.6, 8.5 machen 1500. Und jetzt hat Precision die neueste Generation von den 8.6, 8.5 vorgestellt. Die machen irgendwie 1800, 1850. Und da ja damals sehr gut mit Precision war, die haben ja damals ja gesponsert. Ja, ja. Und mit Joe bin ich sehr gut da und der hat das Mitglied des Auto fertig, ich sollte jetzt eine E-Mail schreiben und so wie es aussieht, werde ich jetzt wahrscheinlich für die neue Saison wieder neue Lader von Precision kriegen und dann kommen die größeren. Es gibt aber theoretisch auch noch größer für Precision. Ja, ja. Aber das ist dann zu übertrieben, wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, so. Ja, wo willst du denn hin, ne? frag dich, ne? Also, ja. Klar, eigentlich ist das Schwachsinn, das jetzt zu machen, aber Precision, das macht halt dann. Ja, weil klar, wenn du jetzt mit. Für die ist das auch testen mit den neuen Ladern, wie verhalten die sich, ne? Wenn du jetzt 1,5 mit 1,5 schon so gefahren bist. Nee, aber ich muss wirklich sagen, wenn ich hier so drunter stehe, finde ich einfach nur geil. Ist einfach nur, weil es gibt wirklich keine Stelle, muss man so ehrlich sagen, wo man jetzt irgendwie, die man verstecken müsste, ne? Weil ja, ein paar Sachen mittlerweile auch, weil das Auto ja gefahren ist. Dadurch habe ich, ja, hier sind Steinschläge überall. Ja, aber ich meine jetzt irgendwie, dass man zum Beispiel einen Konstruktionsfehler sieht. Ach so, nee, wo du dir im Nachgang sagst, scheiße, hätte ich doch mal so oder so. Nee, zum Glück nicht, nein. So, das ist ja wirklich alles, es liegt nichts an, es hat alles Platz, es hat alles Luft. Ja, einmal zeigen wir euch das Ganze von oben. Und dann nach vorne schieben und dann vorne hoch. Genau. Krass, hat den Summe, aber durch den Träger da drin auch ein paar Kilos das Ding, ne? Ja. Pass auf, eine Frage, die wollte ich schon immer mal fragen. Wie genau sind jetzt die Reifen hier verschraubt? Die sind geklemmt. Also das heißt, wenn ich den Ring abnehme, ist dann der Reifen lose. Du hast normalerweise, wie soll ich dir sagen, wenn das deine Reifenflanke ist, wo der Reifen normalerweise sich hier hinterhängt, dann liegt mein Reifen hier drauf. Und mit dem Ring wird er hier geklemmt und festgeschraubt. Verstehe. Und auf der Innenseite? Habe ich nicht, weil da kein Platz ist beim GTR. Ja, ach so, aber da es gäbe die Variante auch, dass hier innen auch. Ja, genau. Auch hin habe ich komplett. Das heißt, hinten wirklich innen und außen gegengeklemmt. Ja, ja. Hinten sind komplett verklemmt. Ja. Was von der Technik hier ist jetzt theoretisch von einem alten Auto? Motor, Krümmer? Motor, Krümmer, Turbolader. Die Position ist 1:1? Ja, ja, 1:1, ja. Die Position hier ist auch alles original GTR, das hier. Mhm. Da, wie die Dome stehen, alles. Ja, ich weiß noch, ganz am Anfang wolltest du hier ja noch die original GTR-Dome lassen, ne? Wo du noch so dieses Dreiviertel-Chassis machen wolltest? Wir wollen drei, genau, war erst die Idee. Und dann hinterher haben wir da, bei Nils haben wir das über ein Dings geschmissen, weil er so, komm, lass es so komplett machen. War ja eigentlich auch die richtige Entscheidung, ne? Kommt 100% richtige Entscheidung. Und, elektrische Wastegates wirst du wahrscheinlich noch nicht so viel zu sagen können jetzt, weil noch... Perfekt, also funktionieren wirklich, also die machen, was sie sollen. Mhm. Weil das wird da ja jetzt dann erst so richtig losgehen, ne? Also. Ja, jetzt haben die natürlich mehr gearbeitet, ne? Wenn du wenig fährst, arbeiten die mehr, als wenn du viel fährst. Weil dann. Und hier Löschanlagen komplett? Ja, hier ist eine nach vorne, geht.
Hier ist eine Düse und da ist auch eine Düse. Also die ballert so, so und von vorne quer. Ja, ja, und man kann sich immer nicht, also doch, wenn man selber baut, steht man vor und weiß einfach, wie lange das in Summe dauert, weil selbst bei so einem leeren Rahmen denkt man, ist das alles so schnell gebaut, aber alleine dieser Wasserkreislauf dahinter, die beiden Kühler. Ja, so, die beiden, ich habe mir ja irgendwann mal, wo das Chassis fertig war mit der Spitzwand, habe ich mir das gescannt und habe die Kühler am Computer. Mhm. Also ich habe die wirklich am Computer, habe ich das Auto drin, wo ich mir die reingesetzt habe, wo die sollen. Dann habe ich die am Computer konstruiert mit Lüfterblech und dann habe ich das zu Schweizer Kühler geguckt. Schweizer, ne? Schweizer, ja. Schweizer. Hab die gefragt, ob die brauchen die CAD. Also ja, wir haben jetzt komplett CAD, Kantbank und alles, schickt CAD. Und hab denen das geschickt und die haben mir eins zu eins diese Kühler geschickt. Und wir haben mir die vorher noch ein paar Sachen in 3D ausgedruckt. Das heißt, ich habe die schon mal die ganzen Halter für die Kühler vorher gehabt. Hab die einfach reingeschraubt. Das war total geil. Krass. Aber nichtsdestotrotz alleine sich das zu überlegen, wie, wo, was, welche Leitung, weil alleine den Wasserkreislauf zu erklären, zwei Leitungen, die hinten aus dem Kopf kommen, gehen erstmal in diesen Kühler. Genau. Gehen dann über das Rohr, geht das Wasser in den anderen Kühler. Also im Endeffekt drückt er hier rein. Also hier, das ist die Druckseite. Ach so, okay. Durch den Kühler rein, dann unten raus, drückt er da rein und dann drückt er da hoch durch die... Warte mal. Nee, falsch, er drückt durch die Köpfe. Aus den Köpfen kommt er aus. Ja, meine auch so. Kommt aus den Köpfen. Und gar kein Fahrtwind, sondern komplett nur über Lüfter. Genau. Und das reicht, geht auch. Ich meine, klar, mit Methanol ist das natürlich. Mit Methanol sowieso, aber. Was hast du da so im Ziel an Wassertemperaturen? Letztes Mal rein, 85 Grad oder so. Fahren das alle beim GTR Billeblock oder gibt es da auch schon welche, die komplett ohne? Nee, die AMS-Blöcke sind eigentlich so gesehen die besten, weil die ja dieses mit dem Verschluss unten haben. Die haben ja, der Blocke sind nicht mehr zweiteilig, haben wir ja schon mal drüber gequatscht. Die haben alle Wasserkühlung. Ist auch gut, weil ich kann ja halt zurückfahren, ne? Kannst du mal, ich brauche mir keinen Kopf machen mit zurückschleppen und. Und eine Sache, wo wir auch noch gar nicht drüber gesprochen hatten, bei dem alten Auto hattest du ja noch Ladeluftkühler drin. Ja. Jetzt gar nicht mehr. Gar nicht 0,0, mehr. 0,0, ne? Ich bin jetzt so, komplett ohne Kühlung wieder aufgefallen, dass du ja wirklich komplett ohne Ladeluftkühler bist. Weil da hast du immer noch Eiswasser reingemacht, Wasser abgelassen. Genau. Drauf. Eigentlich kam das erst mit dem Ding mit Fueltech, weil Fueltech hat diese Option drin, dass du halt Zusatzkühldüsen für Methanol reinmachen kannst. Mhm. Dann hast du Zusatzdüsen im Ansaugtrakt, also im Luftrohrtrakt drin, die so gesehen gegen den Luftstrom sprühen, damit sie das mehr vernebelt und damit kühlst du halt die Luft runter. Mhm. Du weißt ja selber, wie kalt Methanol ist. Ich habe hier 4000er Düsen drin. Bei 3 Bar und wenn die aufgehen, laufen die irgendwie bei 8 Bar Benzindruck. Also ja, ich bin jetzt aber ohne gefahren. Die waren jetzt nicht wir haben die nicht angesteuert. Ich habe das jetzt nur letztens gehabt. Also komplett ohne Kühlung. Ich bin komplett ohne die Düsen in der Brücke logischerweise, die ja auch noch so ein bisschen vernebeln. Ja, genau. Ich messe aber die Ansauglufttemperatur vor der Drosselklappe. Mhm. Extra, also zwischen den Düsen und Drosselklappe, um zu sehen, halt wie viel die kühlt, wenn die angehen. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie 70 Grad gehabt oder so. 70 Grad Ansauglufttemperatur wahrscheinlich, weil einfach auch Turbolader so groß sind, plus diese nur 2,5 Bar. Das genau. Mussten die einfach so weg, ne? Genau, und halt durch die kalte Abgastemperatur, ne? Weil ich habe da, glaube ich, bei dem Lauf, habe da irgendwie 600 Grad Abgastemperatur gehabt, also am Krümer-Eingang gemessen, ne? Das ist schon. Was würdest du sagen, also wenn man das so hört, denkt man ja, mit Methanol ist alles einfach. Was würdest du sagen, ist der größte Nachteil daran? Also unabhängig davon, dass man so viel braucht? Der größte Nachteil ist halt, dass du sehr oft Öl wechseln musst. Ne? Mhm. Weil da setzt sich schon durch die Mengen sehr doll im Öl ab. Das sieht ja immer wie Cappuccino aus. Aber ansonsten Nachteile, ja, es ist halt wichtig, dass du halt sehr gute Zündanlage hast. Weil wenn du fett fährst, fährst du dementsprechend Spritmengen drin. Ne? Mhm. Und wenn du der Grab nicht gezündet kriegst, ist ein Hydraulok. Ah, ist wirklich dann so viel Sprit im Rennraum, dass es wirklich gefährlich ist, dass... Chef E30 BMW, da hat ja angefangen jetzt mit dem Methanol, sorry, dass ich jetzt erwähnen muss. Die Zündanlage war von denen leider zu klein und genau das ist bei mir hier auf dem Prüfstand passiert. Und dann aber Methanol pur oder was ist der gefahren? Ja, ist mit Methanol, ja. So, und dann ist halt, hat er Hydraulok gekriegt sozusagen, also hat alle voll krumm. Und dann pengen, ja klar, wenn da Wasser drin steht, beziehungsweise egal, was drin steht, ne? Genau, und du musst halt die Mengen zünden halt und das ist halt das Wichtige.
Krass. Nee, aber sonst so diese ganzen, guck mal, wie viele Leitungen und Kabel und so. Das ja, die meisten Leitungen sind ja vom Sprit, weil ich wirklich sehr viel Sprit, mit Sprit, also ich habe das alles übernommen. Tank, brauchst du da nicht eigentlich hier einmal so ein Bügel drum? Oder zählt da als Bügel drum das, was unten in der Stoßstange drin ist? Ja, brauchst du eigentlich einen Bügel. Ich fahre keinen Bügel. Ich habe das ja irgendwo noch nie gelesen, dass ein Bügel braucht. Also letztens bei SFI, also wir haben ja so eine Vorabnahme gemacht, da hat er auch nichts gesagt. Am liebsten würde ich den Tank aber woanders haben. Das Problem ist, ich habe keinen Platz. Im Innenraum will ich nicht. Ich will einmal jetzt mit deinem Öl schnuppern. Ist da, hast du den irgendwie eloxiert? Gar nichts. Weil dafür sieht er noch krass gut aus. Ja, ja, das liegt an dem M5, weil da dieser Zusatz drin ist. Und dadurch greift das kein Alu an. Ja, natürlich will ich nicht wissen. Bei Fire M5, eigentlich ist das bei den Pro-Modes und so ist das nicht zugelassen. Das ist ja nur M1 zugelassen. Weil bei den M5 sind andere Zusatzstoffe mit drin, die bei der Herstellung verwendet werden. Aber ich fahre M5, weil... Ja, Paul, geiles Auto. Alles richtig gemacht. Sieht schön aus, fährt gut. Wie ist der Plan? Motor einmal checken. Tschüss. Ciao. Motor einmal checken. Einmal raus, Pleuel neu, Kolben 100%ig auch neu. Das ist Standard. Auch wenn sie geil aussehen, also wenn man gar nichts sieht, einfach nur die werden Angst nicht, wegen. Die werden nicht gut aussehen. Glaube ich nicht. Nee. Aus Erfahrung, nein. Mhm. Bei Leistung aus Erfahrung sehen die Kolben nie gut aus, wenn du gefahren bist. Das heißt, die klemmen dann ein bisschen oder haben die Riefen? Die klemmen gar nicht, die haben einfach nur Riefen. Haben Riefen, haben tatsächlich Riefen. Obwohl meine Zylinderwände, ich habe die mit der Kamera schon abgeguckt, die sahen wirklich sehr, sehr gut aus. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß aus der Vergangenheit, ich habe ja schon so viele Sachen gemacht, weiß ich, dass die Kolben immer scheiße aussehen. Also und Pleuel kommen die neu, weil ja alle Pleuel drin sind. Ne? Und dann wieder zusammen, Prüfstand und dann Event. Jo. Was willst du als nächstes fahren? Was also Hauptmerkmal ist auf Santa Pod, 18. Mai, glaube ich. Mhm. Also das Hauptmerkmal. Im März nochmal Thailand, 2-3 Wochen. Mit Auto? Ich glaube, in Thailand bist du der King mit dem Auto. Oh, in Thailand haben die einen Dragstrip. Denkst ja, die haben da Dragstrip. Ich sehe Paul in Thailand entweder eher auf diesen Booten. So, oh ja, geil. So ein 2JZ-Boot. Ja, ja. Das ist da muss ich nochmal hin. Oder das Ding dann aber so ins Wasser reindrückt, den Propeller so ungefähr. Ja, ja, oder da gibt es auch diese krasse Truck-Szene, wo die so ganz wild so Trucks im Bund umbauen und so. Ja, weiter. Ja, auch, ja, ja. Aber du fährst, wenn du da auf der Straße gehst, siehst du immer wieder einen Diesel oder so, ne, der komplett aufgeblasen ist, die LKWs, die sind die richtig mit viel Ladedruck fahren. Du stehst da und hörst nur, ich so, ja. Da kommt was. Die Dieselszene ist da groß, ja. Siehst du es als realistisch in Europa mit dem Auto in Richtung Tiefe 7, 6 zu kommen? 6, oder? Ja. Meinst du es schon? Ja, ja, ja. Ja. Das ist das Ziel. Das wird. Ich war jetzt am Überlegen, das Auto Ende nächsten Jahres oder diesen Jahres zu verschiffen. Ich war jetzt ja in den USA. Ja, ist toll, will aber trotzdem versuchen, meine Ziele in Europa zu erreichen. Mhm. Oder vielleicht sogar Deutschland, Hongkong. Mal gucken. Da habe ich sogar schon breitschlagen lassen, zu Nitro Olympics deswegen zu kommen. Deshalb werde ich das wahrscheinlich zu 99% werde ich das sein lassen. Vor allem USA ist wirklich extrem teuer geworden. Mhm. Weil wenn du das Auto rüberbringst, du hast nur das Auto und dich. Du hast gar nichts. Du hast weder ein Zugfahrzeug, du hast noch das. Trailer. Du hast nichts. HST hat ja auch. Die Trailer, die haben ja auch alles gekauft. Okay. Gut, wäre auch nicht das Problem am Ende. Aber ich sag mal, Traum bleibt, der verwirklicht wird. Aber ich glaube, jetzt für mich ist das damit noch zu früh. Und ich möchte es erstmal versuchen, das auf dem Europaboden zu fahren. Weil wenn ich in den USA fahre, dann kann ich nur sozusagen um den Weltrekord kämpfen, um keinen Europarekord. Ja. Weil ich kann keinen Europarekord da fahren. Ich kann ja auch keinen deutschen Rekord in England fahren. Das geht nicht. Die Strecke gibt vor, was du fährst. Und Europarekord, was wäre hier Europarekord? Europarekord, keine Ahnung. So GTR, die sind irgendwo bei Tief 7. Echt, gibt's doch irgendwo, ich glaube 7.3 oder 7.2 sind irgendwie gefahren. Im Endeffekt, ja, schnell, aber... Welches Auto war das? GTR, den gibt's aber, glaube ich, nicht mehr. Das ist, glaube ich, ein, zwei Mal gefahren, dann war's das. War das in Russland? Nee, in Griechenland, glaube ich, Griechenland, irgendwas war da. Will jetzt nichts Falsches sagen. Irgendwas war da. Ich will jetzt auch nicht übertrieben arrogant klingen, aber Tief 7 zu fahren ist nicht das Ziel. Das wird das Auto, nachdem wir jetzt damit gefahren sind, weiß ich, das Auto wird da so durchfliegen. Ja, krass. Ich gucke gerade auf eine Sache, deswegen war ich echt abgelenkt. Ich denke mir so, hey, was geht da in den Rahmen mit einer Dashleitung rein? Ja, die Entlüftung für den Trunk. Das ist quasi aus dem Sumpftrunk.
Ja, aber das heißt, hier muss richtig was drin los sein im Rahmen, ne? Ja, ich entlüfte auch den Motor durch den Rahmen hier. Hast du quasi einen dauerhaften Dichtigkeitstest, ob Nils Schweißsedale dicht sind? Hier entlüftet der Motor durch den Rahmen. Hier gehen das gleiche Rohr, das geht nach hinten zum Tank. Mhm. Also komplett alle Gase aus Tank und Motor gehen einmal hinten nochmal genau. In den Kühlschrank rein. Das habe ich damals Nils gesagt, das war auch eine von halt ganz vielen Ideen. Ist auch geil gemacht. Also überleg mal, die das alleine, wenn das als Leitung nehmen würdest. Ja, sieht scheiße aus. Wiegt, Gewicht. Ja, cool. Vor allem im Endeffekt ist nichts Neues. Ich habe das schon tausendmal in der Promo-Szene gesehen. Also daher ist im Endeffekt nichts Neues. Wir selber wollten schon immer mal nach Santa Pod. Eigentlich gefällt mir dabei ein, Marius hat bei uns auch noch einen Gutschein offen. Ich habe ihm irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt, dass wir zusammen nach Santa Pod fahren. Wieso? Dann würde sich Marius seinen Geburtstag anbieten. Nimm den Golf mit. 18.05. Okay. Nimm den Golf mit. Weil das wäre ja mal, das wäre ja mal ein Ziel, wo man dann auch nicht ganz so alleine dadurch die Gegend geistert, sondern wenn du da bist. Ja, es sind viele Klassen auch da. Sandro, das ist Schweiz auch. Ich werde auch schon früher losfahren, weil halt mit LKW muss ich ja früher losfahren. LKW seht ihr dann am 18.05. ja. Den dezenten Materialmod Racing LKW. Und das Problem ist, Motor können wir uns nicht angucken, weil der wird komplett beim Motorenbauer geöffnet. Motorenbauer, der geht zur AMS, also keine Frage, ist AMS-Motor. Ich könnte ihn auch selber hier zerlegen, könnte er auch machen. Nach Amerika rüber? Der geht in die Amerika rüber, weil bin ja halt sehr gut mit Martin, mit Chef von AMS und für die ist das natürlich, sind auch Infos, die die brauchen. Die haben natürlich dadurch auch andere Preise und auch wenn ich selber baue, und ich weiß, wie es funktioniert. Viele Sachen mache ich halt mit. Angenommen, ein Normalo würde den Motor jetzt hinschicken, Kolben, Pleuel neu. Logischerweise, das, was da dichtungsmäßig ist, muss alles neu. Ja, aber der kriege ich nicht zusammengebaut, weil ich nicht weiß, welche Werte da sind von den Kopfdichtungen. Ich habe ja Schneidringe, die sich in den Kopf reinschneiden. Und du musst ja genau, und da ich ja Metallkopfdichtung fahre, besser gesagt in der Kopfverdichtung, musst du, die staucht sich auch nicht so viel wie in der Pappdichtung. Das heißt, du hast das Spiel. Ich meinte jetzt nur mal, um eine Hausordnung zu sagen, was die für so eine Revision von so einem Motor nehmen würden. Von einem heilen Motor. Also Heilmotor, keine Ahnung. Wo jetzt nicht irgendwie Ölpumpe neu muss, Kopf neu muss und so weiter, ne? Da kommst du mit ein paar Tausend hin. Mhm. Weil Arbeit ist halt GTR-Motor zerlegen. Zerlegen nicht das Problem, weil zusammenbauen dauert schon länger. Weil 6 Pleuel, 6 Kolben, wahrscheinlich schon bei 5 Miller auf jeden Fall dann. Pleuel kosten, glaube ich, um 2.000, 2.300, die sind gar nicht so teuer, Dollar. Und Kolben sind ein bisschen teurer. Also im Endeffekt, war nicht 4, 4,5 vielleicht. Ja. Wahrscheinlich dann nochmal irgendwie genau. So. Dann kriegst du noch Lagerschalen. Der Block muss auch vermessen werden. Bisschen klein. Und jetzt, wo ich Martin noch erzählt habe, der Motor seit 2019 ungeöffnet, so wie ihn damals vergewaltigt haben, regelrecht, hat er gesagt, ey, der Motor muss zu mir. Und wenn du neue Lader drauf steckst, würdest du dann vorher auf dem Prüfstand schon wieder anfangen und richtig aufdrehen oder erstmal fahren? Nee, wir werden ihn, denke ich mal, auf dem Prüfstand bis irgendwie über 2000 PS aufdrehen schon. Und dann Rest auf der Strecke machen. Reststrecke machen, ja. Wir werden das schon mal. Das klingt nach einem Plan, finde ich gut. So machen wir das. Tschüss. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.